Eine richtig lecker saftige Pizzatasche. Für die Kinder in der Schule oder auch im Kindergarten oder wenn ihr unterwegs seid, auf Arbeit zum Picknick, was auch immer. Genau das bekommt ihr heute auf Augen und Ohren von mir bei einem Unterwegs-Spezial. Und los geht's. Gemeinsam mit dem veganen Käsehersteller Simply V zeigen wir euch Rezepte, die ihr fürs Picknick, für die Arbeit oder einfach so für unterwegs im Auto euch fix zubereiten könnt. Pizza geht ja eigentlich immer und überall zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bei mir ist es zumindest so. Und unterwegs, wenn man mal gerade nichts in der Nähe hat, ist es natürlich cool, wenn man sich was mitnehmen kann. Doof wäre es natürlich, wenn man den offenen Pizzabelag oben hat. Deswegen machen wir eine Pizzatasche, dass ich es einfach so rausziehen kann aus dem Schulranzen oder am Auto unterwegs, wenn es nicht allzu doll krümelt und mal fix genießen kann. Die Füllung ist mega, mega einfach und simpel, weil wenn wir davon ausgehen, ja, wir machen es jetzt für Arbeit, wir machen es für die Schulkinder oder so, sollten wir auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde in der Küche stehen. Unabhängig davon ist eine anständige Ladung Geschmack drin, Proteine und auch Nährstoffe. Ich fange mit der Füllung an und zwar schnibbel ich mir dafür eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch und schwitze das zunächst in Olivenöl an. Dazu kommt fein gewürfelter, geräucherter Tofu. Und das Ganze kurz, leicht anschwitzen, anbräunen lassen. In der Zwischenzeit schnippel ich mir schon Tomaten in grobe Stücken und Gewürzgurken. Und wenn in der Pfanne alles angebräunt ist, kommen diese beiden Zutaten direkt mit dazu. Ich liebe Gewürzgurken, alles was so mit Pizza und Teig zu tun hat, weil das eben von Hause aus schon eine ganze Menge an richtig satten Geschmack mitbringt. Und übrigens auch immer daran denken, das Einlegewasser von den Gurken niemals weggießen. Da könnt ihr einfach schön als Grundlage von Suppen oder Eintöpfen ein kleines bisschen was mit ranhauen. Da steckt, wie gesagt, anständig Geschmack drin. Hier direkt in der Pfanne eine Prise Salz und Pfeffer mit dazugeben und für circa ein Minütchen braten lassen. Dann kommt ein Esslöffel Tomatenmark mit dazu. Jetzt könnt ihr hier die Hitze richtig schön hochdrehen und ebenfalls für eine anständige Proteinquelle und natürlich auch für den Geschmack weiße Bohnen. So, wenn das Tomatenmark schön mit angeknuspert ist, das dauert ungefähr ein Minütchen, kommt jeweils noch ein halber Teelöffel Oregano und Thymian mit dazu, beides getrocknet. So, einmal durchrühren und dann am besten gleich einmal abschmecken. Jetzt kann die Hitze wieder runter. Sehr gut, aber jetzt, wo ich es gerade probiere, habe ich richtig Bock drauf. Dann machen wir noch 2 Esslöffel vom Einlegewasser mit dran. Habe ich ja gerade schon gesagt, dass es was richtig Gutes ist. Und dann kann die Pfanne auch schon aus. Mal schön durchrühren. Das sieht gut aus. Und dann kommen dazu ca. 70 Gramm Reibegenuss. Durchheben. Oh, schnuppert, ganz fantastisch. Und kurz beiseite stellen. Dann habe ich hier einen Pizzateig, einen fertigen aus der Kühltruhe, natürlich vegan. Könnt ihr darauf achten, einfach hinten auf die Zutatenliste gucken. Ansonsten ist in den meisten Fällen stets bereits hinten riesengroß drauf. Ansonsten guckt auch gerne mal in dem Rezept hier oben. Da habe ich schon den ein oder anderen oberleckeren Hefeteig oder Pizzateig zubereitet. So, aber ich hole mir den Teig zunächst aus der Verpackung und rolle den hier auf meinem Brett aus. So, können wir noch ein bisschen platt drücken, dann markiert ihr euch ungefähr, wo die Hälfte ist. Das ist hier. Ich mache jetzt einmal einen leichten Schnitt rein. Und auf die eine Hälfte kommt jetzt jeweils das Innere der Pizza. So, immer so esslöffelweise drauf machen. Solltet ihr auf jeden Fall immer so 1-2 cm Rand oder Abstand lassen zum jeweiligen Pizzahäufchen. Mit der zweiten Hälfte abdecken. So, dann könnt ihr euch das hier schon andrücken. Und mit der Messerschneide oder dem Messerrücken in einzelne kleine Taschen schneiden. Dann kommt jetzt ein Pizzablech nach vorne oder ein Backblech. Backmatte drunter und jetzt die einzelnen Taschen mit Hilfe von der Gabel hier am Rand verschließen. Die Dinger wandern jetzt für ungefähr 15 bis 20 Minuten
bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Und das ist es auch schon gewesen, wie ich versprochen habe, super fix zu machen. Und das kann man eben auch einfach mal auf den Abend umsetzen, um mit den Kindern nächsten Tag mit in der Schule zu gehen. Denkt natürlich dran, dass zu den Pizzataschen natürlich frisches Obst und alles Mögliche gehört. Also so eine Pizzatasche alleine ist zwar lecker, reicht natürlich aber nicht aus, um irgendwie den Vitamin- und Nährstoffbedarf zu decken. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt bitte dran, wie immer ihm einen Like zu geben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr auch immer mitbekommt, wenn ein neues Video von mir online geht. Dann kann ich nur sagen, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Mmh, guck mal.